It is natural to die. Die Guild-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat. Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Nihlus war auch ein Spectre und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Und das muss Ihr Protégé sein, Commander Shepard, der die Zerstörung des Senders zuließ. Wurden Sie in der Sache verwickelt? Es waren Sie, nicht ich. Sie haben den Sender zerstört. Dann wollten Sie es verheimlichen. Die Schuld auf andere schieben, um von ihrem eigenen Versagen abzulenken. Genau wie Captain Anderson. Er hat ihnen viel beigebracht. Aber was soll man von einem Mensch auch erwarten? Beleidigung typisch. Sehen Sie, er hasst uns. Beleidigung typisch. Saren hasst Menschen, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Sie sind noch nicht so weit, dem Rat beizutreten. Sie sind noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepards Beitritt bei den Spectres. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwenden ihre Zeit. Und meine. Du arroganter Blödmann. Ich finde Beweise. Sie können sich nicht ewig hinter dem Rat verstecken. Es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben. Commander Shepards Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Finde ich auch. Unser Urteil muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen, Commander Shepard? Ignoranten. Wozu? Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Der Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und dem Guild belegen. Botschafter, Ihre Petition, ihn von den Spectres auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Dieses Treffen wird vertagt. Es war falsch, Sie zu dieser Anhörung mitzunehmen, Captain. Sie und Saren verbindet zu viel. Nun zweifelt der Rat unsere Motive an. Ich kenne Saren. Er arbeitet aus einem Grund mit den Guild zusammen, um die Menschheit auszurotten. Unsere Kolonien sind gefährdet und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Wir müssen uns selbst um Saren kümmern. Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Citadel-Sicherheit? Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Er könnte uns helfen. Eine Ahnung, wo er sein könnte? Ich kenne jemanden in Citadel-Sicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Das müssen Sie nicht. Der Rat soll Ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum. Der Captain verdient Besseres, ich bin dran. Ich kümmere mich drum. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Soll ich zu ihm gehen?
Sie sagten doch, dass er ein nutzloser Säufer sei. Es könnte trotzdem nicht schaden, mit ihm zu sprechen. Aber seien Sie vorsichtig. Man kann sich nicht auf ihn verlassen. Mhm, okay. Untersuchung, Sie und Sharon, Saren? Sie kennen Saren schon länger. Was ist passiert? Vor etwa 20 Jahren. Ich war Teil einer Mission im Skyllianischen Randsektor. Ich arbeitete zu der Zeit mit Saren zusammen. Wir sollten einen Terroristenring aufspüren und vernichten. Saren hat das Ziel eliminiert. Aber es gab viele Opfer dabei, unschuldige Zivilisten. Davon stand später natürlich nichts in den offiziellen Berichten. Aber ich hatte gesehen, wie er operiert, ohne Gewissen, ohne Zögern. Er würde ohne zu zögern tausende Zivilisten sterben lassen, um einen Krieg zu beenden. Er ist ein Monster. Das Töten von Unschuldigen beendet keine Kriege, es verursacht sie. Sehr richtig. Ich weiß, wie es läuft, Commander. Manchmal ist man gezwungen, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Aber nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Saren hat nicht einmal nach einer anderen Option geschaut. Er ist krank, wahnsinnig. Er liebt die Gewalt und das Töten. Und er weiß, seine Spuren zu verbergen. Gut. Manchmal müssen tausend sterben, damit Millionen leben können. Aber nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Saren hat nicht einmal nach einer anderen Option geschaut. Er ist krank, wahnsinnig. Er liebt die Gewalt und das Töten. Und er weiß, seine Spuren zu verbergen. Okay, gut. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück, Shepard. So, dann geht's. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Nee, bis jetzt nicht. Ich gehe jetzt mal weiter. Wieder ein Codex-Eintrag. Ich fasse es nicht. gut. So, jetzt haben wir zwei Quests zum Erledigen. Zitadelle Garrus. Mit Harkins sprechen. Ist der vielleicht zufällig gerade da? Mit Harkins sprechen. Ist er vielleicht da unten? Also das ist alles hier unten. So, hier oben ist definitiv nichts mehr. Jetzt schauen wir mal. Wir könnten noch bestimmt jetzt hier die Schnellreisefunktion... Oh, wo sind wir denn? Wir sind jetzt hier. Hier, dann müssen wir da rüber vielleicht. Wo ist denn die... Da ist die Schnellreisefunktion, glaube ich, hier. Achtung. Was ist das hier? Das ist nichts. Okay, dann muss ich hier runter. Ah, da unten ist die Schnellreisefunktion. Boah, das ist so krass geil. Mir gefällt's mega hier. Richtig cool. Dieser Kerl hat irgendetwas vor. Was? Oh nein! Ich wollte nicht. Schon gut. Also, was kann ich für Sie tun? Sie verfolgen die Keeper? Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Key. Raus mit der Sprache. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Wir wollen uns doch nur unterhalten. Wo ist da das Problem? Nein, ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Bis jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten. Ich komme nur schwer an Sie heran. Und warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu... stören. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Ich würde gerne etwas freier arbeiten, aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Ich glaube, da lassen wir lieber die Finger davon. Ich gehe dann. Bis dann. Nee, da höre ich lieber auf. Das ist zu heftig. Präsidium, Bezirke. Ich glaube, machen wir Präsidium. Gehen wir ins Präsidium vielleicht, oder? Botschaft, Bezirkszugang. Ah, vielleicht zum Botschaft vielleicht. Ich weiß gar nicht. Bezirke? Nest, okay. Ganz glaub besser. Wir gehen jetzt zur Botschaft. Weil wir, glaub, irgendwo hin müssen jetzt. Ich weiß nicht genau wo. Schauen wir nochmal hier. Hier ist keine Quest. Wieso ist hier keine Quest? Warum ist hier keine Quest? So, was mit der hier Schuld beweisen? Zeig mir das doch mal an, bitte. Auf Karte anzeigen. Gehen Sie zu... Ah, Chloras. Ne, ich glaube, ich muss Quest erstmal lesen.
bevor ich in der Gegend rumteleportiere. Also da steht's ja, Chlorans Nest, eine Bar im unteren Bezirk. Okay, also das heißt, wir porten uns direkt mal kurz dahin. Boah, eigentlich habe ich mega Hunger, ich muss was essen und so, aber ja, wie gesagt, das Spiel macht gerade mega Spaß. Bezirke, da, Chlorans Nest. Nice. Genau. Denke ich mal, wir müssen. Das ist der. Ach du Scheiße, Alter. Fangen die gleich an zu kämpfen, oder was? Alter, Alter, Alter. Ey, ich hab doch. Okay, also ich glaube, man sollte nicht einfach so das machen, wie ich das mache. Oh Mann, ey, schon zweimal gestorben. Naja, in 2 Stunden ist das ja relativ okay. Okay, also ich würde sagen, ihr geht lieber hier in Deckung, würde ich sagen. Ich gehe jetzt auch in Deckung. Und das ist der. Erweist denen mal kurz ein paar Befehle. Was hatten die? Zusätzlich zum Schild schaden, aber keinen Angriff blocken und Schild zum Gehen. Das machen wir jetzt mal. Was hat die noch am Start? Das geht jetzt nicht. Der hat einen Schildboost. Lädt alle Fertigkeiten sofort wieder auf. Ist er tot? Nee, ist er nicht. Bam, 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 bam. Die Viecher erinnern mich irgendwie voll an Destiny. Okay, er ist tot. Das waren Sarens Männer. Ja, mit Sicherheit. Hier geht irgendwas vor sich. Ihr könnt gerne wieder kommen, ne? Glauben Sie, es ist teuer, hier zu leben? Ich habe Massen noch nie gemocht. Alter, als wäre ich in Star Wars irgendwie. Geil. Oh, schick. Schick, schick. Schick, schick. Da. Zurück, Rex. Fist sagte, wir sollen dich erledigen, wenn du kommst. Worauf wartet ihr denn noch? Ich bin doch hier. Das ist Fists einzige Chance. Wenn er klug ist, nutzt er sie. Er kommt nicht raus, Rex. Ende der Geschichte. Die Geschichte fängt gerade erst an. Aus dem Weg, Menschen. Ich habe keinen Streit mit euch. Worum ging es denn da? Wer weiß. Wir sollten uns da lieber raushalten. Naja. Warte mal kurz. Ich würde jetzt gerade mal kurz nochmal. Wo war das nochmal? U, ne? Nicht U, P, J. Wie war dieser Codex-Eintrag nochmal? Hier war das nicht. Codex-Einträge, wo wart ihr? P, Z, L, M, O, P, Q, S, ist egal. Mit Inge muss ich reden, mit dem dann, ne? Allianz-Militär, ich hätte Marine werden können. Stattdessen ging ich zur verdammten Zitadell-Sicherheit. Der größte Fehler meines Lebens. Können Sie mir wohl helfen? Ich brauche Informationen. Wo ist Garros? Harkin, richtig? Ich hörte, Sie können mir helfen, jemanden zu finden. Einen Officer von der Zitadellsicherheit namens Garrus. Garrus? Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Saren noch immer ans Leder? Ich weiß, wo Garrus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Welches Geheimnis? Das geht mir nichts an. Gibt es etwas, das ich über den Captain wissen sollte? Der Captain war früher ein Spectre. Das wussten Sie nicht, was? Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermasselt. Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt er Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn eingelegt.
Was ist schiefgegangen? Woher wissen Sie das? Sie sagten, Sie hätten alles vertuscht. Wie haben Sie davon erfahren? Ich arbeite seit 20 Jahren hier auf der Zitadelle. Die Leute auf dieser Station reden gern. Geheimnisse sind wie Herpes. Wenn man sie einmal hat, kann man sie auch gleich verbreiten. Du bist ja mies, ey. Was ist schiefgegangen? Woher wissen Sie das? Was ist schiefgegangen? Widerlich. Deswegen bin ich nicht hier. Sagen Sie mir einfach, wo Garus ist. Garus schnüffelte in Dr. Michels Büro rum. Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Was wissen Sie über Garus? Ein verdammter Hitzkopf ist das. Er denkt immer noch, er könnte die Welt retten. Legt sich ständig mit dem Executor an. Er wird da schon bald büßen müssen. Der Executor liebt es, uns niederes Volk zurechtzustutzen. Sehen Sie nur, was er mit mir gemacht hat. Immer andere beschuldigen. Sie sollten mal in den Spiegel sehen. Werden Sie nüchtern und übernehmen Sie Verantwortung. Sparen Sie sich Ihre Predigt. Dies ist keine Kirche. Ich verschwinde. Gut, geht. Jo, ja. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Stufenanstieg, perfekt. 3 Punkte damit zum Verteilen. Der Rest darf kann ich nicht skillen, oder? Kann ich nicht skillen. Was haben wir hier? Verbesserung um 6%. Regeneriert 3,5 Sekunden pro Sekunde, okay. Schmeicheln. Okay, cool, das machen wir. Neue Dialogoption. Ich denke, Einschüchterungsart 3 schaltet neue Dialogoption frei. Das machen wir auch. Finde ich cool. Und dann denke ich mal, sollten wir. Was haben wir hier noch? Waffenschaden 2%. Adrenalinschub. Und dann sofort wieder eingesetzt, ist auch gut. Schildboost. Hört ihr das im Hintergrund? Erhöht den Schaden selbst. Das machen wir jetzt. Ah, wir haben keine Punkte mehr. Okay. Aber kann es direkt rückgängig machen. Okay. Bei denen macht automatisch. Regeneriert Gesundheit aller Verwundeten durch Verabreichung von. Okay, cool. Er heilt uns. Aber du könntest mich mal besser heilen. So, finde ich eigentlich. Elektronik, Öltag, das machen wir jetzt zurück, oder? Geht das? Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Ich lese lieber mal wieder die Quest, wa? Warum ist ein Zielsicherheitsoffizier? Könnt ihr ihn. Okay, war plus. In die Krankenstation gehen. Garus hält eine Krankenstation in der oberen Bezirken auf. Okay. Das obere Bezirk. Das heißt. Da zum oberen Bezirk. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Obere Bezirk. Das heißt, machen wir hier mal so ein Ding hin. Weiß ich, wo ich hin muss. Mega gut. Aber ich würde sagen. Ich beende jetzt dann gleich mal Warum die Aufnahme. Warum hat Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Spectre war? Vielleicht stimmt es nicht. Harkin ist ein Arsch. Ich wette, der spielt nur mit uns. Vermutlich haben Sie recht. Trotzdem würde ich gerne hören, was der Captain zu all dem zu sagen hat. Hör ich auch. Eine Menge Verkehr hier. Was meinen Sie, wie schnell diese Wagen sind? Zu viele Lichter, zu viele Geräusche. Da hat er irgendwie schon recht. Aber es ist trotzdem schön hier. Ich will mich hier wohlfühlen. Ja, das passt jetzt auf jeden Fall. Ich werde jetzt hier die Aufnahme beenden. Gibt es Speicher hier? Speichern. Neuer Spielstand. Okay, gespeichert. Gut, danke fürs Zusehen. War jetzt eine etwas längere Session. War gar nicht so geplant gehabt. So. 2,5 Stunden aufgenommen. Gibt ein paar Folgen. Und ja, wäre cool, wenn ihr halt auch ein Like und so da lasst. Sage ich jetzt. Nach keine Ahnung, wie viele Folge das jetzt sind. 4, 5 Folgen sind das jetzt. Oder 6. Aber danke, dass ihr dabei wart. Ich würde mich für
für so Like und so freuen. Natürlich auch, wenn ihr mich abonniert. Ja, ist jetzt ein Spiel, wo man nicht wirklich viel reden kann, ne? Das merkt ihr. Aber bis jetzt macht es mir einfach mega Spaß. Und ja, sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme. Und dann geht es bestimmt bald richtig ab. Also, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder sonst irgendwas. So, dann würde ich sagen, ich bin dann auch mal weg. Und ciao.